Zum Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich ganz herzlich Jörg Radek, den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft. Grüße in Berlin. Hallo. Es gab Lob vom Innenminister, das werden wir gleich noch mal zeigen können, für die Arbeit der Polizei. Es gab aber auch ein Zitat von ihm selbst, das ihm ein deutscher Bürger zugerufen hat nach dem Anschlag in Halle. Da sagte dieser Mann: Ihr könnt uns nicht schützen. Also zwischen Lob und nicht schützen können. Wo stehen Sie? Also wir als Gewerkschaft Polizei stellen für unsere Kollegen fest, dass es noch immer unser Ziel ist und es bleibt auch unser Ziel als Polizei, die Menschen in diesem Lande zu schützen. Das gelingt aber nur, wenn die Polizei eine Präsenz im öffentlichen Raum zeigen kann und dass diese Präsenz im Raum nicht als Provokation verstanden wird. Damit beginnt die Durchsetzung des Rechtsstaates. Das heißt, die Durchsetzung des Rechtsstaates, da merken Sie an, das ist nicht möglich, so wie Sie es sich wünschen oder so wie es der Bürger eigentlich verdient hätte. Wir brauchen, um eine Prävention im öffentlichen Raum darzustellen als Polizei, brauchen wir mehr Personal. Selbstverständlich kann man etwas mit Technik ausgleichen, aber der Bürger möchte auch den Polizisten in einer sehr zivilen Funktion als Ansprechpartner haben, der ihm ein Sicherheitsgefühl vermittelt und der ihm auch ein Gefühl vermittelt, ja, ich kann dir helfen. Denn der gesellschaftliche Rückhalt für die Polizei ist mit über 80% Zustimmungsquote sehr hoch. Das heißt, man vertraut uns in der Bevölkerung. Also der Innenminister nannte ja auch drei Punkte, nämlich Ausrüstung, Planstellen und Befugnisse. Das ist Ihnen sicherlich auch alles sehr geläufig und Ihre Forderungskataloge werden sicherlich darunter subsumiert. Gut, reden wir ganz kurz über die Ausrüstung. Er sprach zum Beispiel Hubschrauber an. Ist die deutsche Polizei denn tatsächlich so schlecht ausgerüstet? Also gerade an dem Beispiel Hubschrauber muss man sagen, dass die, wenn man alle Polizeihubschrauber in Deutschland zusammenrechnet, dass wir nach der Lufthansa die größte Luftfahrflotte haben in Europa. Also das heißt, dass wir da schon mit den Transportkapazitäten sehr gut aufgestellt sind. Aber ich glaube, man muss viel mehr in den Alltag hineinschauen, dass die Kolleginnen und Kollegen viel besser robust geschützt sind gegen die Gewaltattacken, denen sie ausgesetzt sind. Und das Spannende an dieser Frage ist, dass wir nach wie vor, auch wenn wir die Ausrüstung verbessern wollen, den zivilen Charakter von der Polizei erhalten müssen. Das stärkt auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei und die polizeiliche Arbeit. Das heißt, man soll nicht sehen, wie stark man ausgerüstet ist. Nun, es muss anlassbezogen sein. Es kann nicht sein, dass ich mit einer Vollausstattung, die eher einem Eishockeyspieler oder einem Robocop ähnelt, dass ich da durch eine Fußgängerzone patrouillieren muss. Das kann lagebedingt notwendig sein, aber wir wollen das wirklich minimieren. Wir wollen einen Schutz haben, der auch dem Bürger sagt, ich kann diesen Polizisten, der in Halbschuhen und mit Schirmmütze auf und eine ansehnliche Uniform, dem kann ich ansprechen, der weiß Rat und Tat. Und Sie hätten auch gerne mehr Kameras mit Gesichtserkennungssoftware, die auch benutzt werden darf? Bei der neuen Technik, was Gesichtserkennung anbelangt, was die Videografie anbelangt mit verhaltensauffälligen Personen, brauchen wir als Polizei ein sehr ausgewogenes Maß zwischen den Eingriffsrechten, die wir brauchen als Polizei, aber auch eine Akzeptanz, weil es hier auch um die Bürgerrechte geht, weil wir damit auch in die Bürgerrechte eingreifen werden. Und hier brauchen wir noch eine gesellschaftliche Debatte, dass es akzeptiert ist, dass das eine gefahrenabwehrende Maßnahme sein könnte. Aber uns als Polizei ist es viel wichtiger, dass wir ein modernes Fahndungsmittel haben, mit dem wir denjenigen, die wir verdächtigen einer Straftat, dass wir denen habhaft werden können. Also Sie fordern schon, dass das noch notfalls auch nachträglich in dieses Polizeigesetz einfließt oder wie auch immer? Es kann nur dann in das Polizeigesetz einfließen, wenn es technisch ausgereift ist und wenn es gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich möchte nicht, dass wir in einen Staat nach Orwellschem Muster hineinstolpern, so peu à peu, sondern es braucht eine Akzeptanz, wenn wir derartige Technik einsetzen. Die Bürger müssen begreifen, und zwar wir und die Politik muss es ihnen erklären, warum wir diese Maßnahmen treffen, warum es zum Schutz ist und warum wir nicht einen Gegner in der Bevölkerung sehen, sondern in den Straftätern. Ja, apropos Technik und Befugnisse. Ich zitiere mal den Bundesinnenminister. Er sagte, Behörden müssen im digitalen Bereich die gleichen Befugnisse erhalten wie im analogen. Das heißt?
Also ich muss als Gewerkschafter für die Polizei ganz klar feststellen, das, was in der Realität, in der realen Wirklichkeit strafbar ist, dass jemand versucht einzuschüchtern, also ihn durch Gewalt nötigen möchte, dass das auch in der digitalen Welt ist. Und da brauchen wir stärkere Gesetzgebung, dass die Hasskriminalität unterbunden wird. Denn es gibt eine ganz klare Analogie, einen Ablauf, dass der Gedanke der Tat vorausgeht und die Tat dann auch meistens vorher noch eine Androhung hat. Und von daher brauchen wir auch im Netz einen ganz klaren Auftrag als Polizei, diese Hasskriminalität zu verfolgen. Wir sehen ja bei den Drohungen gegenüber Kommunalpolitikern, gegenüber Bundestagsabgeordneten, wohin das führen kann. Da brauchen wir eine ganz klare Solidarität gegen die Gewalt im Netz, aber auch in der Wirklichkeit. Jörg Radek, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke für Ihr Interesse.